Training hoch. Wir sind jetzt in München hier angereist, langer Weg aus Düsseldorf, um zum Eligella-Cup zu kommen. Ja. Ja. So machen wir mit den Gegnern. Das, so. Das Ding ist, wir haben sogar zwei Glatzen im Team. Wir sind im Team Amar. Sag euch, Team Amar, underrated. Ja. Wir werden zwei schaffen. Jetzt, ihr kennt es schon, wie ausgegangen ist, direkt rausgeflogen. Ja, auch passiert. Wir werden zwei schaffen. Wir sind da. Wir werden das Team carryen. Jetzt müssen wir dringend los zu der Location Audi Dome, weil Holzi 5 schon geduscht hat, wirklich. Und ich habe mich rasiert, weißt du, damit ich auch sagen kann, wenn die Leute fragen, ah, wie war Sonntag, dann kann ich sagen, ich habe rasiert. Weißt du, die Leute wissen nicht genau was, aber ich habe rasiert. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ja. Ich schaff's noch mit Domrasierer zu bluten, bist du dumm? Oder ich habe mein Ohr getroffen, was soll ich sagen, ja, ey? So, für Diebe wird sich jetzt übertrieben lohnen, hier ins Hotel einzubrechen und alles auszuräumen, wenn der Cup ist. Weil hier sind nur Streamer, Influencer, die haben alle PC, Laptop, iPad, Kameras dabei. Und die werden nicht alles mitschleppen, wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht sollte ich das auch machen. Scheiß mal auf den Kopf. Bamening Hong. Lass mal ein paar Dialogos. Komm, wir müssen uns aufwärmen. Hab ich. Ich geh ins Tor, Junge. Da kommt keiner durch. Heute Nacht, wir müssen uns ein neues Hotel suchen, weil wir nicht mehr pennen dürfen. Schlaf halt bei Mond. Schlaf eh auswärts. Hat Bulle auch dabei. Im Team Amma. Du hast einen drauf gemacht gestern. Nein, ich hab nur ein, zwei Gläser. Ganz entspannt, wirklich. Ja. Egal, wir sind eh in einem Team. Ja, sauf wir gegeneinander? Sauf dir die Rübe weg, Junge. Ja? So, rein ist die. Geht nach zurück. Oh, es kommt raus. Die Düsseldorf am Start. Hey, und die Kamera weg, du Junge. Sehen uns im Finale, würde ich sagen. Safe sehen wir uns im Finale, ja. Natürlich. Safe. Wir wollen einfach nur umbringen. Ich bin geflasht gerade, ey. Ein paar Sekunden später. Wir haben Holzi verloren. Wir sind seit zwei Minuten da. Holzi ist einfach weg. Egal, dafür haben wir Meti gefunden. Das ist geisteskrank. Hey, so flüchtest du vor. Hey, Jackpot. Meins. 7 ist was safe. Was hast du für Schuhgröße? 43, ein Drittel? Ja, meins, ich sitz da. Meine Schuhgröße gibt's schon mal nicht. Das ist alles nicht meine Größe. Das hey, auch nicht. Du bist doch dieser Armer. Das auch nicht. Das auch nicht. Was nehme ich? Geile Kabine. Checken wir erstmal hier, was wir für Schuhe bekommen haben. Ja, ach du Schande. Zum Glück habe ich... Ach du Schande, Junge, was ist das? Zum Glück habe ich meine Schuhe dabei. Ich wusste doch, dass das passiert. Aber meinst du, die machen Stress wegen Stollen? Nein. Wegen Stollen? Coole Sache. Ja. Hi. Komm, dann kommen sie so in die Mitte hier. Cool. Ja, schon fertig. Hier? Jetzt? Du bist ein Phantom hier. Niemand weiß, ob du wie gut du bist. Also du bist gut, aber keiner weiß, wie gut ihr beide seid. Nichts gut. Guck mir mal alle eure Videos an. Das sieht super aus, aber wie? Ja, kann man auch viel wegschneiden. Ja, stimmt, das kann ich. Machen wir bei Delay auch. Oder, aber klein fällt wieder was anderes, Alter. Das ist krass anstrengend. Letztes Jahr haben wir 2x4 Minuten gemacht und das war schon Katastrophe. Jetzt 2x5 Minuten. Ja, wird schon geil, so oder so. Auch wenn wir ablosen, wird trotzdem geil. Schön, dass ihr seid. Ja, danke für die Einladung. Ein Phantom, sagt er. Ja, weil also ich bin immer in meinen Streams durchgegangen und die sagen so, ja, hä? Sind die jetzt auch gut? Ich sag, die Jungs, die können Fußball spielen auf jeden Fall. Ich seh's doch, ihr seht's doch selber. Wir sind jetzt angekommen, langsam kommen auch alle hier in die Halle. Ich bin in meinem Modus. Wir sind ja im Team Amar. Amar, unser Capitano. Haben noch den Eldos, Dia, noch beim Team. Ja. Man kann es auf jeden Fall machen. Ja, wir haben uns auch im Team. Ich glaube, wir sind das stärkste Team von den Schwachen. Mal schauen, wie es wird. Wie es wird. Fast Cut, wir haben alles verloren. Okay, Leute. Nehmen wir mal die Hand hier, die Fresse. Alles gut? In welchem Team seid ihr? Amar. Amar? Ja, du bist Gruppe B, ne? Ich bin Gruppe A, glaube ich. Ja, und wir sind B. Das ist ja, genau. Wir sind nicht in einer Gruppe.
Sehr gut. Aber wir sehen uns im Halbfinale. Immer eure Kreisliga-Videos da. Ja, ja. Wir gehen voll rein, ne? Ey, seid ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. Seid ihr wirklich gut? Ich hab geguckt, Fußball-Challenges und so. Ich hab geguckt. Bruder, ja. Kleinfeld ist immer was anderes als große Platz, aber wir sind schon gut. Ja. Wir sind schon die Besten, kann man sagen. Ja. Also easy win heute. Naja, wir schauen einfach. Die Frage ist, kannst du kicken? Ja, aber ihr könnt doch gut laufen, ne? Ja, konditionell wird kein Problem. Die hat auch, kann viel auch viel laufen. Bro, ich sag, wir haben ein stabiles Team. Ich glaube, wir haben echt Chancen. Wenn Torwart sein Ding macht hinten. Bei mir, ich muss an Konsole laufen, aber ich muss so laufen. Hast du Bock? Ich gehe wieder nach Hause, glaube ich. Alle sind mit drauf. Danke, Bruder. Gerne. Viel Glück in der Liga. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, genau. Vanille oder Vanille? Vanille. Ja. Beste Fortnite-Spieler, habe ich gehört. Der Beste. Ja? Viel Glückwunsch. Danke, Allah. So muss. Wir haben den besten Fortnite-Spieler in unserem Team. Immerhin. Übergeil. Aber wie du sagst, sonst nimmst du doch heute im Tor bist du auch. Ja, vielleicht. Bau das Tor einfach schnell zu. Du bist ein Potato wahrscheinlich. Genau, richtig. Geil! Und ich habe die gleiche Frisur wie du, extra heute. Wahnsinn. Sascha, hast du gehört? Holzi, wir werden dir die Kühlchen rauskriegen. Hä? Was? Ah, kein Bock. Schau hier. Was ist denn hier los? Warum ist der Kameramann frischer als du, Digga? Ich suche mir mal Kameramänner, die nicht frischer sind als ich. Hey, sie sind fresh. Warum fehlt denn nicht? Der ist doch Kameramann. Achso, stimmt. Warum fehl ich eigentlich wieder? Wahnsinn. Ja, das Ding. Also eigentlich ist das auch. Spidey ist so, da klebt alles am Fuß. Guck, der will direkt verletzen. Direkt mein Fuß an seinen Fuß. So, Erfolgsrezept für heute ist nicht dieser Mann. Ja? Weil das ist unser Feind. Das ist unser Feind, meine lieben Freunde da draußen. Heute gibt es keine Freunde auf dem Platz. Wir sind Freunde, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft. Wir sind unglaublich, ja? Das wird krass. Wir haben die krassesten Spieler, die haben alle Angst vor uns da draußen. Das müsst ihr hören, was die mir sagen. Amar, du hast das beste Team. So, davor haben die Angst. Und jetzt möchte ich einmal, dass ihr zusammenkommt und einmal, komm jetzt her, Badial, komm jetzt her. Und einmal, auf drei sagen wir Team, ja? Ja. 1, 2, 3, Team! Let's go! Jungs, das ist das Neue, den ich hier brauche, ja? Ich brauche den Ball am Ball. Den Ball am Ball! Let's go, Wahnsinn! Den brauchen wir in unserer Mannschaft, Alter. Aber nur für die Ansage. Wir machen die Ansage. Okay, wir machen hier mal diese Taktik-Aufstellung. Holzi hat die Aufgabe, nur hinten zu bleiben. Ja, da sehe ich mich richtig. Erstmal einfach Leute umdrehen. Von mir aus bist du rechts hinten, ich links hinten. Willst du ganz in die Spitze? Ja, kann mir jetzt egal, ehrlich. Ja, und wir haben noch einen Typen, der gerade nicht hier ist. Wo ist der denn? Wer ist das überhaupt? Der macht mal Turnierorganisation oder so, hab ich gehört, so ein bisschen mit. Ja, hat er Pech gehabt, dann muss er auf die Bank. Jetzt geht's los. Was ist dein erster Eindruck hier zur Arena? Das ist wirklich krass, man muss sagen. Die Halle ist jetzt noch nicht mal halb voll, glaube ich, aber wird ein richtiger Hexenkessel. Ich glaube, hier wird jede Aktion so richtig krass gegrillt, weißt du? Aber wird geil. Kreisliga-Niveau. Sagst du jetzt? Guck mal, da ist ja sogar der Chat eingeblendet, oder was ist das? Was ich dir zu sage, ich lasse Taten sprechen, Leute. Ich sag hier gar nichts zu. Ihr werdet auf dem Feld sehen, was ich mache. Ich bin ein Zauberkünstler. Alarm, ihr müsst euch schon vorbereiten. Und rum, rum, rum. Ja, ja, ja. Ich wünsche mir eine Sache, dass wir ganz viel Spaß haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir diesen Wettkampf ernst nehmen. Dass wir Gas geben. Die Leute, die auf dem Feld stehen, geben dauerhaft Gas. Egal was ist. Ob ihr euch verletzt, nicht verletzt, ist scheißegal. Ihr gebt Gas. Wir geben hier bis ans Letzte. Wenn ihr nicht könnt, auswechseln. Nicht zu stolz sein, nicht zu viel Minuten spielen wollen. Raus rein, raus rein. Wir können die ganze Zeit tauschen. Und ich würde sagen, ihr beide hinten macht das Ding komplett zu. So, und einer von euch ist der Dedicated, ich bleib hinten. Das müsst ihr untereinander dann ausmachen, wer das genau macht. Und dann würde ich immer sagen, gerade wir drei tauschen uns sehr viel aus. Sehr, 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 sehr viel. Capitano Amar hat festgelegt Aufstellung. Wir beide werden versuchen, hinten alles dicht zu halten.
Ja, ich meine, die Positionen sind wir geübt, wir sind auch eingespielt. Sollte kein Problem sein. 12 Sekunden später. Das ist schon krass hier, ne? So vor 6.500 Menschen, das ist schon ein bisschen was anderes als irgendwie zu Hause zu streamen. Und dann muss man sich vorstellen, 6.500 Zuschauer ist sowas. Ja. Wenn man dann zu Hause streamt, 6.500 Zuschauer, das ist krass, Wahnsinn. Und dann hat man so irgendwie so 100, 200.000 Mal, kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Okay, Eli gegen Sydney, erstes Game. Yeah. Nope. Meinst du, Monte neuer Torwart für uns? Realistisch, oder? Oh. Wenn der Nächsten hält, Profivertrag. Ja. Ja, moin. Während wir gerade hier sind, hatten die Jungs in Düsseldorf Spiel. Kreisliga natürlich, geht auch ohne uns weiter. 4-1 haben sie gewonnen, deswegen dicker Applaus für die Jungs. Und jetzt müssen wir hier unseren Beitrag leisten. Ja, die haben ihren Sieg geholt, wir holen jetzt unsere Siege. Ey Eldos, mach dich jetzt ready da, Alter. Muss fit sein. 10 Minuten. Unser erstes Game gegen Team Trimax. Let's go. Jetzt geht's auf Fest. Komm. Die Pumpe geht, Alter. Der Stift ist am Malen und zwar braun. Thank you.
Das ist der erste Sieg, Leute. Das sind schon teilweise Ochsen, gegen die wir da spielen. Das ist crazy. Und wie ich gesagt habe, über das Team. Zusammengearbeitet, Alter. Geisteskrank, war wirklich gutes Spiel. Zweites Spiel der Gruppenphase. Jetzt geht's gegen Team Eli Geller. Die Jungs sind nicht zu unterschätzen. Ja, unser Torwart fehlt. Ist natürlich immer kritisch vorm Spiel, aber wir machen jetzt krassere Challenge ohne Torwart. Einfach mal so, weil wir es können. Keine Ahnung, Holzniveau. Jetzt kommt das letzte Gruppenspiel gegen Team Sydney. Mit Sydney und Monte im Tor. Das ist sehr wichtig. Wenn wir gewinnen, sind, ja, wenn wir gewinnen, sind wir im Halbfinale. Also Gas geben. Haben uns umgezogen, war echt ein krasses Spiel. 4-5 verloren, in der letzten Minute noch ein Kracher von Sydney da um die Ohren geballert bekommen. Mit Unentschieden wären wir auch weiter gewesen. Aber Sydney ist halt nochmal ein bisschen anderes Niveau. Aber zumindest geht ihr nicht leer aus, denn diese umgetragenen Schuhe von uns verlosen wir noch. Ich meine, sind Schuhe. Immerhin sind sie vom Eli Geller Cup. Mit Kuss. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach Kommentar unter das Video. Und ab dafür. Ich gehe jetzt hier lang. Der Erste, der meinen Namen sagt, kriegt das Trikot.
Da ist er! Ihr drei! Für die Elite! Und ja, das ist das Ersatzding, das Auswärtige. Da ist immerhin meine Hose. Danke, danke. Irgendwann später. Wir sind jetzt nur noch Zuschauer. Finale, wer spielt? Team Mickey gegen Team Visca Barca. Oder ich habe uns schon im Finale gesehen, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Der ist schuld, dass wir nicht im Finale sind. Moran, ah, ich habe euch rausgekickt. Musstest du so aufdrehen, Alter? Ja, das wäre unfair. Der hat uns so auseinandergenommen, als wären wir da. Delay Sports. Wie glücklich der ist. Ich sag 4-1 Visca Barca. Das ist mein Call. Die machen das. Was hat Holzi gesagt? 4-1 Visca Barca. Ich glaube, es geht ins Elferschießen. Und dann macht das Mickey wieder. Bring ihn, bring ihn! Geht wohl jetzt selber schießen, ne? Ey, ey, was hab ich gesagt? Jetzt Elfmeterschießen, 3-3 und Team Mickey macht das. Obwohl Meti natürlich krass ist. Das ist bitter, nur wenn man kann sich kein Pitbull erlauben. Meine Prediction, die machen es im Elfmeterschießen. Pass auf jetzt. Wenn die jetzt verschießen. Wenn die verschießen oder wenn dann Mickey trifft. Aber jetzt, wenn Mickeys Team trifft, vorbei. Jetzt will ich sehen, dass Visca Barca schießt. Alla Madrid! Wenn die verkacken, dann sind die raus. Dann ist vorbei. Was sagst du? Die müssen treffen. Der trifft, der trifft. GG! Hab ich schon gesagt, 4-1 oder so, ne? Was knallt der doof den auch daneben, Alter? Bitte. Du kommst alles, ich mach alles gut.